Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 72, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde, nächste Schramme im Lack der Regierung Bouffier, schwarz-grüne Koalition in Eltville unter Führung eines CDU-Staatssekretärs am Thema Windkraft gescheitert, Drucksache 2237/19. Und als Erstes spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will an allererster Stelle ein Dank loswerden und ein großes Lob an Staatssekretär Ingmar Jung, der trotz der Vorgaben, ja, meine Damen und Herren, es muss wahr bleiben, was wahr ist. Und ich finde schon, Herr Kollege Jung, dass Sie trotz eines Diktates auf Landesebene klar Kurs gehalten haben, das, was die Menschen in Eltville wollten, nämlich keine Windräder im Stadtwald, das auch mit Mehrheit quasi ausgedrückt haben, dass Sie sich nicht von einem politischen Diktat haben zwingen lassen, diesen Bürgerwillen nicht zu akzeptieren. Dafür meine große Anerkennung. Kollege Jung hat aus Überzeugung heraus, wenn man das liest, auch was er gesagt hat und was die Kollegen der Union gesagt haben, mit Vertretern der Freien Demokraten, der Bürgerliste und dem Fraktionsvorsitzenden übrigens der SPD gemeinsam diese Entscheidung getroffen, gegen den Rest der SPD und gegen die GRÜNEN, und hat damit auch den Koalitionsfrieden in Eltville gebrochen und gesagt, mir ist die Entscheidung in der Sache wichtiger als eine Koalition. Was falsch ist, muss auch falsch bleiben. Und ich lasse mich nicht in eine Koalitionsräson zwingen. Und meine Damen und Herren, das ist in heutigen Zeiten mit absoluter Hochachtung und Respekt zu behandeln, eine solche Entscheidung. Ich habe, Herr Kollege Stephan, dann unseren Referenten gefragt, weil Herr Al-Wazir und die GRÜNEN ja gleich Folgendes machen werden für die Zuschauer. Die werden sagen, das ist eine Einzelentscheidung. Es gibt ganz viele Menschen in Hessen, die wollen ein Windkraftrad direkt im Vorgarten haben. Das wird ungefähr gleich die Rede sein, von Ihnen wahrscheinlich auch, Herr Stephan. Und da habe ich unseren Referenten gebeten, wie man das in der Vorbereitung einer solchen Rede macht, mal aufzuschreiben, wo eigentlich die Union gegen Windräder ist. Und dann schreibt er mir hier einen Satz auf und schreibt, es ist nicht die Frage, wo die Union noch vor Ort für Windräder ist, sondern gegen Windräder, sondern wo sie noch für Windräder ist, meine Damen und Herren. Und ich weiß gar nicht, ob ich genug Zeit habe, die Liste vorzulesen. In Österreich-Winkel, in Wallow, in Rüdesheim, in Kittrich, in Münzenberg, in Rockenberg, in Wölfersheim, in Linsengericht, in Gründau, in Bad Hersfeld. Der Kollege Heiderich als CDU-MDB, Kollege Irmer, der vor einiger Zeit sich dazu geäußert hat, in Villmar. In Landkreis Fulda und so weiter und so weiter. Überall ist die Union vor Ort gegen etwas, was sie auf Landesebene vorantreibt. 4.000 Windräder für Hessen sind in Hessen richtig, und vor Ort kämpft man dagegen, meine Damen und Herren. Das kann doch wohl nicht richtig sein. Und Herr Kollege Stephan, Sie werden ja auch gleich erzählen, dass wir gar keine Ahnung haben. Ich muss sagen, ich erlebe immer viele Kollegen der CDU vor Ort, die Sinn und Verstand noch nicht verloren haben. Warum ist das bei der Landtagsfraktion anders? Sie werden gleich das Gegenteil in dieser Frage antreten. Und deshalb, es ist eben, meine Damen und Herren, nicht ein Einzelfall. Es ist mittlerweile ein Flächenbrand in Hessen. Und dieser Flächenbrand lässt sich nur dann austreten, wenn auch endlich die CDU auf Landesebene zur Besinnung kommt. Wenn sie nicht den Koalitionsfrieden und die Sicherung von Ministerposten quasi über die Frage stellen, dass in Hessen eine unsinnige Energiepolitik gemacht wird, die nicht nur auf der einen Seite die Landschaft verspargelt, sondern volkswirtschaftlich ein Desaster ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Desaster ist, da werden Subventionsruinen, Frau Kollegin Dorn, aufgebaut, die in keiner Weise wirtschaftlich sind. Und Ihr eigener, ich glaube auch Ihnen nicht unnahestehender Verband, der Bundesverband Windenergie, hat gesagt, dass 2/3 der Windparks in Deutschland unter 2% Rendite sind oder sogar rote Zahlen schreiben. Trotz Subventionen rote Zahlen schreiben, meine Damen und Herren. Darüber sollten Sie einmal nachdenken. Es sind die Menschen, die hier sitzen, die diese Rechnung bezahlen müssen. Nur weil Sie mit Ihrer Ideologie hier in keiner Weise mehr auf die Realität eingehen. Und deshalb bin ich dankbar, dass es auch Menschen in der CDU gibt, die den Mut haben, hier Klartext zu reden, die sagen, nein, wir machen einen solchen Kurs nicht mit. Aber das reicht nicht. Man kann nicht in Eltville quasi vor den Toren Wiesbaden so reden und im Landtag 4.000 bis 5.000 Windräder vorantreiben. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist meine Bitte nicht an die GRÜNEN,
weil dass die GRÜNEN bei diesem DNA-Thema, wir wollen die Landschaft verspargeln, nicht aufhören werden, Frau Kollegin, und das wissen wir. Aber dass die Kollegen in der Union, die lange Zeit hier einen sinnvollen Weg auch mit uns gemeinsam gegangen sind, dass die sagen, ja, wir erkennen mittlerweile, dass dieser Flächenbrand in Hessen eben nicht nur ein Einzelfeuer ist, sondern ein Flächenbrand. So viele Menschen in der CDU können sich doch nicht irren, Herr Kollege Stephan. Da muss doch auch irgendwie Sachverstand vorhanden sein. Ich glaube auf jeden Fall an diesen Sachverstand vor Ort. Und deshalb Wahrhaftigkeit bedeutet eben auch, dass Sie hier diesen Kurs ändern, dass Sie endlich sagen, ja, unsere Leute vor Ort haben recht, Koalitionsräson hin oder her, was Unsinn ist, muss auch Unsinn benannt werden. Und deshalb ist unser Petitum, lassen Sie den Kollegen Jung nicht alleine im Regen stehen. Wenn einer Mut hat, dann muss das auch belohnt werden. Jetzt muss die Union diesen Kurs verändern. Ich würde mal sagen, ranfahren, rechts ranfahren, bremsen, wenden und wieder zurückfahren. Das wäre der richtige Weg. Jetzt haben Sie noch die Zeit, bevor weiterer Schaden für unser Land und unsere Landschaft entsteht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Dorn, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schade, dass sich in Eltville die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung gegen Windkraft entschieden hat. Aus Sicht der GRÜNEN war das Ergebnis des Bürgerentscheids eindeutig. Das Quorum wurde weit verfehlt, und die überwiegende Mehrheit hat wohl mindestens nichts gegen Windkraft gehabt oder war dafür. Wie sollte man sich sonst erklären, dass in einem Ort, wo wirklich jeder von diesem Entscheid wusste, sich so wenig Menschen beteiligt haben? Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, aber was Sie hier in Ihrer Aktuellen Stunde machen, das ist selbstentlarvend. Die Psychologie nennt das, Herr Hahn, einen Abwehrmechanismus, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, wenn man innere Widersprüche aushalten muss, wenn man gefrustet ist, dann hat man zwei Möglichkeiten, Herr Hahn. Man kann es lösen oder man kann es eben auch abwehren. Und dann gibt es eine. Es gibt eine ganz beliebte Strategie beim Abwehren, das ist die Projektion, Herr Rentsch. Kurz erklärt, Projektion, man schiebt das, was man an sich selbst nicht mag, einfach anderen in die Schuhe. Und jetzt nennen Sie Ihren ehemaligen Koalitionspartner peinlich und unglaubwürdig. Meine sehr geehrten Damen und Herren der FDP, ich kann gut verstehen, dass Sie diese Selbstreflexion sehr gerne der CDU in die Schuhe schieben möchten. Ich kenne beim Thema Energiepolitik keine Partei, die so gut denen so gut diese Zuschreibung passt, peinlich und unglaubwürdig. Herr Rentsch, alle Beschlüsse, die heute die Grundlage für den Windkraftausbau in Hessen sind, sind unter Ihrer Führung entstanden. Diese werden jetzt umgesetzt. Und nun werfen Sie der Windkraft vor, sie wäre nicht akzeptiert, sie wäre nicht effizient, sie würde Natur und Landschaft zerstören. Das sind genau Ihre Vorwürfe, Herr Rentsch. Nickt. Herr Rentsch, ich darf Sie einmal zitieren vom 20. März 2013. Da haben Sie den Landesentwicklungsplan hier eingebracht, und da haben Sie Folgendes gesagt. Die Festlegung der Landesentwicklungsplanänderung, die auf den Empfehlungen des Hessischen Energiegipfels basieren, stellen sicher, dass wir für die Windenergienutzung jetzt Flächen ermitteln können, die erstens die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung haben, die zweitens wirtschaftlich am effizientesten sind und drittens, kommt noch ein kleiner Einschub, für Natur und Landschaft am verträglichsten sind. Das ist ein Erfolg, auf den wir im Landtag gemeinsam stolz sein können, meine Damen und Herren. So viel Florian Rentsch am 20. März 2013. Herr Rentsch, damals waren Sie stolz. Jetzt protestieren Sie gegen die Umsetzung Ihrer eigenen Beschlüsse. Wie peinlich und wie unglaubwürdig kann man eigentlich noch sein? Der nächste Punkt. Sie, die alle Naturschutzstandards für Straßenprojekte schleifen wollten und wollen, die Sie keinerlei Nachhaltigkeit jemals an Forstpolitik gelegt haben, Sie, die Bannwald so freiwillig erklären wollten, Sie entdecken bei Windkraft plötzlich Ihre Liebe zur Natur und glauben auf einmal, dass sie total in Gefahr ist. Das ist peinlich und unglaubwürdig. Aber was erwarte ich noch von der Partei, die immer für Steuersenkungen war und immer, wenn sie an die Regierung kam, dafür gesorgt hat, dass es Steuererhöhungen kam? Ich erwarte nicht mehr viel von Ihnen.
Und wissen Sie, Herr Rentsch, Sie waren ja immer am stärksten für das Thema Atomkraft. Und da war es Ihnen völlig egal, dass die Mehrheit in der Gesellschaft gegen Atomkraft war. Jetzt gibt es eine Minderheit gegen Windkraft. Und Sie stilisieren jetzt diese Minderheit zum Bürgerwillen auf. Sie laden die Windkraftgegner ein zu einem Bürgerenergiegipfel. Dieser Bürgerenergiegipfel hatte nichts anderes zum Ziel, als die bereits gefundenen Lösungen zu diskreditieren. Die stolze FDP von früher, die hätte sich, glaube ich, bei einem Energiegipfel unterschiedliche Sichtweisen angehört, hätte diskutiert, hätte über Kontroversen eine Positionierung vorgenommen. Und heute bieten Sie Ihre eigenen Sichtweise ein Forum. Sie wollen möglichst viele Proteststimmen abfischen. Und ich habe mir überlegt, was hätte eigentlich Ralf Dahrendorf dazu gesagt. Er hätte wahrscheinlich im Nachhinein sein Parteibuch zerrissen, wenn er das erlebt hätte. Fangen Sie einmal an, vor Ihre eigenen Haustüre zu kehren, bevor Sie anderen Peinlichkeit und Unglaubwürdigkeit vorwerfen, Herr Rentsch. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Gremmels, SPD-Fraktion. Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns als hessische SPD ja nicht mit der FDP in Fragen Windkraft einig. Da gibt es eine unterschiedliche Auffassung. Wir sind klare Windkraftbefürworter, die FDP ist dagegen. Völlig okay. Aber ich finde, die Aktuelle Stunde war schon richtig. Man kann schon einmal auf die. Also, ich darf ja Verlogenheit nicht sagen, weil dann würde ich eine Rüge kriegen, deswegen lasse ich es. Aber auf die Doppeldeutigkeit und das Doppelspiel dieser CDU hier einmal hinweisen. Das muss man an dieser Stelle hier auch schon einmal deutlich sagen. Und, Frau Dorn, da haben Sie gerade ein Ablenkungsmanöver gestartet. Natürlich kann man sich in der Debatte auch mit der FDP auseinandersetzen. Aber setzen Sie sich doch einmal mit Ihrem Koalitionspartner auseinander, der CDU. Frau Dorn, ich frage Sie jetzt, wie lange wollen Sie sich von dieser CDU bei der Frage Windkraft noch wie ein mit dem Nasenring durch die Manege ziehen lassen, Frau Dorn? Wie lange wollen Sie sich das noch ertragen? Weil Herr Rentsch hat ja eben gerade einmal ein paar Orte aufgelistet, wo Leute dagegen sind, wo die Orte dagegen sind. Ich könnte jetzt einmal auflisten, welche CDU-Politiker alle dagegen sind. Fangen wir mit Frau Müller-Kleppe an. Herr Jung haben wir schon gehört. Herr Beuth hat es doch auch getan. Als stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU hat er einen, angeblich war er bei der Sitzung nicht dabei, aber der Beschluss ist getroffen worden, dass sich Rheingau-Taunus-Kreis dagegen ausspricht. Herr, da gibt es ja noch weitere Kollegen. Herr Irmer zum Beispiel, Frau Arnold zum Beispiel, ja, alle, die sich vor Ort gegen Windkraft aussprechen, das ist eine Heuchelei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da frage ich ganz deutlich, und da müssen Sie einfach mal sagen, wie lange wollen Sie dieses Doppelspiel hier noch durchgehen lassen? Im Landtag die Hand für Windkraft heben und vor Ort alles tun, um die Windkraft zu bekämpfen. Frau Dorn, das müssen Sie mit Ihrem Koalitionspartner mal klären. Ich finde auch, dass die Wählerinnen und Wähler hier eine klare Positionierung ihrerseits mal brauchen. Das sind Sie entschuldigt. Da müssen Sie deutlich sagen, was an dieser Stelle welche Meinung nun gilt. Ich frage mich, Sie haben doch damals als GRÜNE mit der CDU von Landespartei zu Landespartei einen Koalitionsvertrag geschlossen, doch nicht zwischen Fraktion und Fraktion. Das heißt, der ist auch bindend für die Kollegen im Bundestag. Der ist auch bindend für alle anderen politischen Ebenen. Das ist doch so. Und dann müssen Sie auch einmal hier bei Ihrem Koalitionspartner etwas auf den Tisch hauen, bevor Sie hier die Opposition angreifen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das geht nicht. Das geht nicht. Und Herr Jung, Sie sind ja nun Mitglied dieser Regierung. Sie sind Mitglied dieser Regierung, Sie sind Staatssekretär. Sie waren auch in der letzten Wahlperiode drin und Mitglied dieser Regierung. Und da erwarte ich, dass man auch Position bezieht. Und das haben Sie in Eltville nicht gemacht. Sie haben ja nicht im Vorfeld des Bürgerentscheids sozusagen massiv für Windkraft geworben und für den Koalitionsvertrag geworben. Nein, Sie haben sich zurückgezogen. Sie haben gar nichts gesagt. Ja, Sie haben den Bürger entscheiden lassen. Und da waren in der Tat, ja, aber der Bürger hat ja nicht. Also, da müssen wir ja einmal deutlich sagen. Wenn 60% der Menschen zu Hause bleiben bei einer Frage, wo man eine Positionierung haben kann, bei der Frage Windkraft, kann man dafür sein oder dagegen? Man kann dazu eine Meinung haben. Und wenn dann 60% der Menschen zu Hause bleiben, sagt es doch ganz deutlich, dass sie nichts gegen Windkraft haben, weil sonst wären sie zum Bürgerentscheid gegangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann wären sie da hingegangen. Und das ist eine ganz klare, deutliche Positionierung. Und ich finde an dieser Stelle, Herr Jung, machen Sie es sich einfach zu einfach und tauchen da ab. Und nach
nach dem Bürgerentscheid machen Sie es wie das Fähnchen im Winde. Sie richten sich sozusagen auf einmal danach, und auf einmal sind Sie gegen Windkraft und machen eine Position deutlich. Das finde ich sehr schade. Da hätte ich mir von Ihnen eine deutlichere Position als Mitglied dieser Regierung, der hinter diesem Koalitionsvertrag steht, auch gewünscht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch einmal zu den GRÜNEN. Ja, auch bei mir im Wahlkreis, Herr Kollege Stephan wird es gleich wieder sagen, gibt es natürlich den einen oder anderen Konflikt um Windkraft. Na, selbstverständlich, das ist so. Das ist auch nichts Neues. Und dann habe ich jetzt, ich sage Ihnen jetzt, was ich gemacht habe. Ich habe den Staatssekretär Samson angeschrieben und habe gebeten, ob es um eine Fläche, die HLG-Fläche, also eine Landesfläche, eine Domäne in Windhausen, um die es geht, habe ich ihn angeschrieben und um ein Gespräch gebeten mit den örtlichen Bürgermeistern. Mit dem ein Gespräch, ein Vermittlungsgespräch. Ich möchte am Ende nicht, dass der Regionalbahnplan beklagt wird. Ich möchte, dass wir am Ende mit großer Mehrheit den nordhessischen Regionalplan durchsetzen. Und wenn dann, und das habe ich in meinen 6 Jahren im Landtag noch nicht erlebt, wenn dann sozusagen ein grüner Staatsminister kneift, ein grüner Staatsminister ein Gesprächs-, ein Vermittlungsangebot ausschlägt, er nicht den Mumm hat, dahin zu kommen und nicht mit den Menschen zu reden, ich glaube, das straft sich doch selbst. Das finde ich in der Tat, Herr Samson. Sie haben, ich kann den Brief hier vorlesen. Sie haben. Also da habe ich ja schon, mit Herrn Posch, mit Herrn Rentsch als Minister, mit dem Staatssekretär von Herrn Rentsch, mit dem ich mich ja auch des Öfteren gestritten habe, aber der war wenigstens vor Ort und die haben wenigstens mit den Leuten gesprochen und sie kneifen in dieser Frage. Insofern sollten die GRÜNEN an dieser Frage ganz klar kleine Brötchen backen. Frau Vorsitzende, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die hessische SPD steht zur Windkraft. Wir stehen zum Windausbauzielen. Wir wollen die 2% Windvorrangfläche haben. Wir richten unser Fähnchen nicht nach dem Wind, sondern wir halten klaren Kurs für die dezentrale erneuerbare Energie, die Wertschöpfung vor Ort schafft. Dafür steht die hessische SPD. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler. Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, in Altwille hat sich gezeigt, dass Schwarz-Grün wohl doch nicht die uneingeschränkte Liebesheirat ist. Dort ist nämlich die schwarz-grüne Koalition daran zerbrochen, dass die CDU im Stadtparlament gegen die Verpachtung städtischer Flächen für Windkraftanlagen gestimmt hat. Und brisanterweise ist der Fraktionsvorsitzende der CDU in Eltville, Staatssekretär Ingmar Jung, selbst Mitglied der Landesregierung. Und damit hat sich einmal mehr gezeigt, dass die hessische CDU eben nicht so ergrünt ist, wie sie sich hier im Landtag immer gerne zeigen. Vielmehr spielt die CDU ein falsches Spiel. Sie bekennt sich im Landtag immer wieder zu den Zielen des Energiegipfels und zu dem 2%-Ziel Vorrangfläche für Windkraftanlagen im Land. Aber vor Ort, in den Kommunen, da stellt sich die CDU dann regelmäßig an die Spitze derer, die aber nicht hier rufen, wenn es um Windräder geht. Und das ist heuchlerisch und das ist unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Aber die FDP sollte nun auch lieber ruhig sein, wenn es um das Thema Glaubwürdigkeit und Windkraft geht. Denn sie sind nicht weniger unglaubwürdig. Was hier gerade umgesetzt wird, um Sie daran zu erinnern, ist der Landesentwicklungsplan des Wirtschaftsministers AD Florian Rentsch, FDP. Sie mobilisieren also gerade gegen das, was Sie damals in Regierungsverantwortung mitbeschlossen haben. Sie instrumentalisieren das Thema Bürgerbeteiligung für Ihren Kampf gegen die Energiewende und schieben dann Argumente wie die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz vor. Ich will Sie nur daran erinnern, dass Ihnen das Thema gesellschaftliche Akzeptanz völlig egal war, als es um das Thema Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ging. Da waren in Deutschland Hunderttausende Menschen auf der Straße. Es war Ihnen egal. Es war Ihnen auch egal, als es um Kohlekraft ging. Und ich will auch noch hinzufügen, auch damals, wenn es um Atom und Kohle ging, hatte die FDP überhaupt kein Problem mit milliardenschweren Subventionen, Herr Rentsch. Es gibt in der Bevölkerung eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für die Energiewende nach Fukushima. Und angesichts des drohenden Klimawandels und knapper werdender Rohstoffe halten die meisten Menschen einen schnellen Umstieg auf die erneuerbaren Energien für notwendig. Natürlich müssen auch die Einwände der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. Und ja, es gibt an einigen Orten Bedenken, wo Windräder geplant werden. Aber diese Bedenken werden zum Teil eben auch bewusst geschürt, zum Teil mit haarsträubenden und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbaren Argumenten gegen Windkraft. Da ist
dann die Rede von dem angeblich gesundheitsschädlichen Infraschall, was wissenschaftlich längst widerlegt ist. Dann ist die Rede davon, Windräder verändern das Landschaftsbild. Ja, Windräder verändern das Landschaftsbild, aber Kühltürme von Atomkraftwerken, Gewerbeparks, Stromtrassen, all das schmiegt sich auch nicht gerade harmonisch in die Landschaft. Und der Vorteil ist, wenn wir in ein paar Jahrzehnten mal etwas Besseres haben als Windräder, dann kann man sie eben auch wieder abbauen, und zwar sehr viel schneller als Atommüll oder Tagebau. Und dann spielt sich die FDP, ausgerechnet die FDP, als Freund der hessischen Wälder, der Vögel und des Artenschutzes auf, was Ihnen schnurzpiepsegal ist, wenn es um eine Autobahn oder einen Flughafen geht. Und ich finde, das ist auch unrätlich, die Energiewende gegen den Artenschutz auszuspielen und gegen den Naturschutz. Beides gehört zusammen. Nun muss man aber auch sagen, wenn es nur die FDP wäre, die einen Kampf gegen Windräder und die Energiewende führen würde, wäre das verkraftbar. Aber leider, und darauf ist hingewiesen worden, hat die FDP Verbündete in den Reihen der CDU-Fraktion. Dass Frau Müller-Klepper aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, die auf ihrer Homepage Fotos von ihrer Teilnahme an einer Anti-Windräder-Demo präsentiert, oder Herr Irmer, wenn es darum geht, falsche Informationen zu verbreiten und Menschen zu ängstigen, dann darf er natürlich auch nicht fehlen. Die Gefahr für die Energiewende geht also nicht von der FDP aus, auch wenn sie sich redlich bemühen. Die Gefahr für die Energiewende geht genau von den CDU-Abgeordneten aus, die im Landtag das eine sagen und zu Hause das andere machen. Sie stimmen hier ab für die Ziele des Energiegipfels, und dann fahren Sie nach Hause in Ihre Wahlkreise und mobilisieren gegen die Energiewende. Und dann berufen Sie sich auf die angeblich mangelnde Akzeptanz und auf Bürgerinitiativen gegen Windkraft vor Ort, die Sie selbst mitgegründet haben. Und da kann sich die Landesregierung ihre Akzeptanzkampagnen entweder gleich schenken, oder Sie sollten mal anfangen, für Akzeptanz in den Reihen der CDU zu werben, meine Damen und Herren. Wir wollen eine Energiewende, die den dezentralen Ausbau von Windenergie an Land in den Zentrum stellt. Die Energiewende muss mehr sein als der Austausch des Energieträgers. Sie muss einhergehen mit einer Demokratisierung und Dezentralisierung der Energiewirtschaft. Und ja, da muss die Bevölkerung vor Ort natürlich einbezogen werden. Ich will nun auch sagen, um zum Schluss zu kommen, dass das Auseinanderbrechen einer schwarz-grünen Koalition für uns kein Grund zum Klagen ist. Ganz im Gegenteil, es wäre durchaus ein wünschenswertes Modell fürs Land. Ich würde mir ja wünschen, dass die GRÜNEN im Landtag ähnlich deutliche Worte finden würden wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Eltville, wenn es darum geht, dass CDU-Abgeordnete die Energiewende torpedieren und ihre eigene Regierungspolitik konterkarieren. Aber ich stelle fest, die GRÜNEN im Land scheinen etwas weniger Rückgrat zu haben als die GRÜNEN in Eltville. Von daher würde ich mir wünschen, dass Sie hier einmal deutliche Worte finden und nicht dabei zuschauen, wie einzelne CDU-Abgeordnete alles das, was Sie in den Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, und das ist schon nicht besonders viel, alles das auch noch konterkarieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Peter Stephan, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Lassen Sie mich meinen Beitrag heute beginnen mit einem wörtlichen Zitat aus dem Protokoll der 93. Sitzung der 18. Wahlperiode. Ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten. Es war die Debatte um die Kosten der Energiewende. Ich zitiere. Jeder hat in seiner Fraktion und in seiner Partei bestimmt Leute, die das kritisch sehen. Wahrscheinlich hat der eine oder andere auch sehr gute Gründe dafür, das kritisch zu sehen. Aber damit jedes Mal in die Debatte zu kommen und zu sagen, eure Fraktion ist da weniger glaubwürdig und ihr seid viel mehr glaubwürdig, das ist doch Quatsch, das ist Blödsinn, das lenkt vom wirklichen Thema ab. Kolleginnen und Kollegen, der Vortragende dieses eigentlich ganz guten Statements war der Kollege Rock. Und Herr Rentsch, vielleicht hätten Sie sich an diese Sätze halten sollen, ehe Sie heute in die Debatte eingestiegen wären. Kolleginnen und Kollegen, und vielleicht hätte sich auch der Herr Gremmels in der Diskussion daran gehalten. Herr Gremmels, Sie haben es erwähnt. Natürlich werde ich darüber sprechen, wie die energiepolitische Speerspitze der SPD gegen Windenergie kämpft in Nordhessen. Da geht es darum, dem Zeitungsbericht der HNA nach, ob diese Windräder genügend Wind hätten oder ob der Wind nicht ausreichen würde. Das überlassen wir doch bitte den Investoren. Und das gilt auch an die FDP, Herr Rentsch. Sie haben auch gesagt, wir haben Windenergieanlagen.
Sie haben auch gesagt, die nicht wirtschaftlich sind. Ja, was ist denn das für eine Wirtschaftspolitik, die Sie betreiben wollen, wenn Sie einem Investor sagen, weiß mir erst einmal nach, ob deine Investition auch wirtschaftlich ist. Sie reden über freie Marktwirtschaft, über Marktwirtschaft, und dann sollten Sie sich nicht gegen Marktwirtschaft in der Windenergie stellen, Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen den Weg des Energiegipfels, so wie er beschrieben und besprochen worden ist und so wie er auch von Ihnen unterschrieben worden ist, Herr Renn-Scherock. Und Sie drehen sich, glaube ich, momentan wirklich schneller wie ein Windrad in Ihren politischen Auffassungen. Kolleginnen und Kollegen, in Heidenroth im Rheingau-Taunus-Kreis sind die Windräder gebaut. 88% der Bürger haben sich vor einigen Jahren dafür ausgesprochen. Der letzte Bürgerentscheid ging auch für die Windräder aus. Lorch im Rheingau-Kreis, auch dort, Rheingau-Taunus-Kreis. Dort hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen, dass die Stadt Flächen bereitstellt für Windenergieanlagen. Der Bürgermeister, CDU, hat sich dafür ausgesprochen, dass man eine Energiegenossenschaft gründet, um dort gemeinsam voranzukommen. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die ganzen positiven Beispiele, die es in Hessen gibt, auch jeweils in eine Aktuelle Stunde hier einbringen würden, ich glaube, da müssten wir jede Woche 3 Aktuelle Stunden abhalten. Kolleginnen und Kollegen, wir werden auch diesen Weg weitergehen und an die FDP gerichtet. Es gibt sicher wichtigere Themen als die, die Sie in Ihren Aktuellen Stunden aufrufen. Wie ist nun die Situation in Eltville? Wir wissen es, dort fand das Bürgerbegehren statt. Das Bürgerbegehren ist nicht so ausgegangen, dass entschieden worden ist. Die Stadtverordnetenversammlung hat entschieden. Mit 13 zu 21 Stimmen hat sie entschieden, dass keine Windenergieanlagen verpachtet werden. Sie haben es erwähnt, die CDU hat dort auch gegen die Verpachtung gesprochen. Aber, Herr Gremmels, der Fraktionsvorsitzende der SPD in diesem Parlament hat sich dort der CDU angeschlossen. Ich sage Ihnen noch einmal, gehen Sie in Ihre eigene Partei hinein, wenn Sie kritisieren. Ich weiß, dass es bei uns Stimmen gibt, und ich habe es ja am Anfang auch gesagt, die bestimmte Dinge kritischer sehen. Ich sage Ihnen aber auch ein Zweites, und ich habe es einmal schon gesagt, wir gehen den Weg der Energiewende, und wir werden damit auch kein Problem haben. Wir müssen weiterhin dafür werben, auch bei uns, auch das gestehe ich zu, dass wir mehr Akzeptanz bekommen im Bereich der Windenergie. Und ich bin auch sicher, dass die Energiewende in Hessen nicht daran scheitert, wenn in Eltville keine 3 Anlagen gebaut werden. Und wir werden den Koalitionsvertrag als Koalition hier in Wiesbaden auch erfüllen. Ich bin sicher, wenn wir Bilanz ziehen nach dieser Koalition, werden wir die Verdopplung der Stromproduktion erreicht haben. Kolleginnen und Kollegen, 60% der Hessen sind der Auffassung, dass wir, das Schwarz-Grün, die richtige Politik machen, dass wir die Probleme anpacken, damit wir die Probleme lösen, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn nun eine Koalition auf lokaler Ebene, und zwar in einer aller Freundschaft, an einem Punkt auseinandergeht, dann ist das auch zu akzeptieren. Wir haben ja bald Neuwahlen haben in ganz Hessen, dann wissen wir, wie es weitergeht. Kolleginnen und Kollegen, Grüne und CDU sind in Hessen auf einem erfolgreichen Weg. Ich drücke das mal so aus, ein Kieselstein auf dem sonst ebenen Weg wird unsere beiden starken, unsere beiden selbstbewussten Parteien und Fraktionen nicht behindern und schon gar nicht vom Weg der Energiewende abbringen. Wir werden den Weg der Energiewende fortsetzen auf Basis des Energiegipfels von 2011 und des Energiegipfels 2015 in der Wiederholung und der Fortsetzung dessen. Und vielleicht auch als versöhnlicher Abschluss gegenüber Eltville, ich werde weiterhin für den Riesling aus Eltville und im Rheingau werben. Er ist der zweitbeste in Hessen und er ist der zweitbeste in der Welt. Die Bergstraße hat den besseren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Stephan. Es gibt keine weitere Wortmeldung. Damit ist, meine Damen und Herren, Kollege Günther Rudolph, ich habe festgestellt, dass es keine weitere Wortmeldung mehr gibt. Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte ein bisschen runter. Keine weitere Wortmeldung. Damit ist dieser Akt. Herr Kollege Gremmels, würden Sie mich aus. Herr Kollege Gremmels, die Debatte ist beendet. Die Debatte ist beendet. Es gibt keine weitere Wortmeldung mehr. Auch von Ihnen. Auch von Ihnen. Sie wollen sich doch mit mir nicht anlegen. Das würde ich Ihnen nicht raten. Also,
Damit ist diese Aktuelle Stunde beendet. Auch der Kollege Rudolph legt sich nicht an. Und jetzt, ja, danach, dann werden wir das einmal ausmachen. So.